Willkommen, Leute, zurück zu Arx Fatalis. Wir stehen hier vor einer Aura, die uns hier zurückhält, wie man sieht. Aber wir können sie entzaubern. Das werden wir jetzt mal versuchen. Gut, es geht bis zu 10. Oh, boah, ich bin schon wieder entfallen. Okay, ich bin so doof. Antimagie könnte irgendwann auch mal hilfreich sein, aber das ist besser, wenn man eigentlich ein Krieger ist. Nee, ich will keine Erz. Was ist das denn für ein Ding? Ah, Kao. Ah, okay. Schutz vor Feuer ist sicher auch gut. Enthüllen, Feuerball. Wo ist denn Aura entzaubern hin? Lähmung, Aura erzeugen. Fliegendes Auge, Feuerwand verwirren. Verwirren weiß ich immer noch nicht, was es soll. Bringt nämlich irgendwie gar nichts. Okay. Schweben gegen Gift. Ach so, Aura entzaubern war, glaube ich, irgendwo hier oben. Oder auch nicht. Magisches Geschoss. Hä? Hä? Wir hatten doch Aura entzaubern irgendwo. Bin ich schon zweimal drüber wahrscheinlich. Ich bin auch etwas müde, Leute. Tut mir leid. Okay, haben wir nicht. Doch, Aura entzaubern. Mein Gott, ich bin echt schon zweimal drüber. Also Nie und Spatium. Mein Gott, das hätte ich mir auch merken können. Alter Verwalter. Es geht! Es geht! Schauen wir uns doch hier mal. Oh, geil. Riesenkaverne. Hammerhart. Super gut, super gut. Schauen wir uns hier mal um. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Wisst ihr, was das ist? Ah! Ein Ilside! Oh Gott. Oh Gott, guck mal, wie der uns zerfetzt. Ne, danke. Tschüss. Alter Verwalter, sind die übel. Wir haben die Ilsiden gefunden. Haha, nein, da gehen wir nicht lang. Tschüss. Alter Verwalter, war der böse. Ja, ich habe auf den geschlagen und er hat keinen Schaden bekommen davon. Der hat so eine fette Rüstung. Die ich auch gedenke zu nehmen später. Ja, denn wir werden weiterhin auf sie treffen, das noch ein paar Mal. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück nach Arx. Ja. Zur Stadt Arx. Wir sind ja in Arx, also das ist die ganze Welt, die heißt ja so. Oder beziehungsweise, ja, diese Mine, diese, ne? Obwohl, nee, eigentlich heißt nur die Stadt Arx. Eigentlich heißt nur die Stadt Arx. Das andere ist dann Ebene der Trolle und Ebene der Goblins und sowas. Wir gehen also jetzt zu Arx, zu der Stadt. So, sehr schön. Und wir haben hier jetzt die Tor zum Königreich der Goblins, zum Königreich der Goblins, der Doblins, ja, zum unterirdischen See. Jetzt hören wir auch mal, wie das heißt. Die Kavernen. Und die anderen haben wir leider noch nicht. Na gut. Wir sind hier aber auch immer direkt am Verkäufer. Das ist super. Den Edelstein müssen wir loswerden. Das ist eh völlig sinnlos. Das ist nur zu verkaufen. Da, hallo mein Freund. Ich gebe dir mal wieder ein bisschen etwas und du gibst mir dafür viel, viel Goldstückchen. Dankeschön. Den will er nicht. Den anderen Mist will er auch nicht haben. Die Ringe will er aber sicher haben. Ja, Ring der Erholung, brauchen wir den wirklich? Das würden sicher einige aufschreien, wenn ich ihn nicht mitnehme. Nehmen wir ihn erst nochmal mit, was soll's. Das Stück Papier mit Schriftzeichen brauchen wir jetzt nicht mehr, aber das können wir vielleicht verticken, mal schauen. Das Trollamulett, ja, das hättest du gerne, das glaube ich dir. Ne, danke, der Diamant war alles heute. Da will ich rein, die Krypta, die hat ein magisches Schild, verdammt. Vielleicht können wir das kriegen, ich weiß es nicht. Ich hab's echt alles vergessen, Leute. Es ist so schlimm. Weg. So. Brauchen wir nicht. Was hat die hier noch? Aber können wir hier eigentlich geben? Brauchen wir auch nicht mehr. So, wir haben genug. Die alle noch stacked sind. Durch müssen wir reparieren. Dann dem Schmied verticken. Gut. Ja, wir machen jetzt erstmal ein bisschen was Langweiliges und dann kommt wieder ein bisschen Story und bla. Also, ich hoffe mal. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir machen. Ach, doch, wir müssen in den Tempel. Ah, die Taverne. Und ich will nicht zur Taverne, weil die Tussi ist echt heiß. Ich höre die Schlangenfrau. Ist sie hier? Zeichnet sie uns immer noch als Ketzer und bla. Oh, hallo. Zum Wohl. Oh Gott, hat die eine das Stimme. Muss es gewesen sein. Alle dieselbe Stimme. Rettet uns, oh bewahre! Ja, jetzt auf einmal sind wir kein ketzerischer Dämon mehr, hä? Du Dreckschwein.
Sorry. Ach so, Leute, reg mich auf. Okay, ab zum Schmied. Ja, mach hier zu. Die Alte bückt sich ja schon vor ihm. Hey Carlo, was sagst du uns denn heute? Könnt ihr mir etwas über die Rituale sagen? Ich sagte euch bereits alles, was ich weiß. Ja, ist auch nicht mehr nötig, Amshagar. Das haben wir schon alles rausgefunden, mein Freund. Kann man nichts klauen, schade. Hallo, Mr. Schmied. So, wir können das so rum nicht machen, aber so rum. Zack. Ja, erstmal schnell repariert, Leute, und dann lässt sich nicht weiter verbessern. Geht das Ganze hier weiter. Lässt sich nicht weiter verbessern. So, wir können das ja ruhig ein bisschen zerstören, ist ja völlig egal. Den Attentat durchkriegt er gleich auch. Verbessern. Denn wir brauchen den Quatsch ja nicht mehr. Das ist ja absolut sinnlos. Guck mal, wie viele ihm schon rangekarrt haben hier. Er hat richtig Ausrüstung für seine Männer. So. Was noch? Den. Ja, aber somit wie den Ilsiden, das könnt ihr euch noch ein paar Mal vorstellen später. Boah, richtig teuer, dieser Dolch, richtig krass. Aber dann haben wir wohl den Rattenmenschen endgültig erledigt. Ich hoffe, das war auch der Fallen Obi-Planas gekillt hat. Denn dann können wir jetzt guten Gewissens schon mal eine Aufgabe als erfüllt ansehen. Ich kann dir sagen, was er dann sagt. Kopf ab! Sagt er dann, Kopf ab! So, mal gucken, ob man hier eine neue Tür öffnen kann. Hey, kann man die Türen echt nicht öffnen? Was soll denn das, Leute? Das könnt ihr mir doch nicht antun, sowas. Nee, die Tür sicher auch nicht, hä? Ich glaube, das kommt später noch. Ich würde gerne nochmal schnell ins Schloss und einfach nur den Teleporter aktivieren. Und dann... Ja, wir müssen das jetzt einfach mal ablaufen. Wir müssen das jetzt einfach mal... Hallo! Hey, Gary, du bist ja hier. Ist ja cool, was der hier hat. Hallo. Ich schnapp mir mal ein paar Äpfel von dir, ne? Nom nom nom. Und trink mal einen Schluck Wein. Nimm mir die Flasche mit. Oh, hier steht, hängt eins umsonst. Was war denn hier? Die Geheimnisse des Geldes. Das ist viel zu langweilig zum Lesen. Oh, ehrlich. Den nehmen wir mit. Ring der Vorahnung. Hm? Danke. Ein Edelsteinbesetzter Dolch des Extraschadens. Geil. Kunstobjekt der Trolle kannst du behalten, mein Freund. Der Krieg der Magier. Den haben wir noch nicht gelesen. Den lesen wir jetzt. Zu der Zeit, da die Menschen auf der Außenwelt lebten, wurde die Magie in Akademien gelehrt, welche ihre Schüler in den unterschiedlichen Formen der Magie zu unterweisen trachtete. Einige nutzten Elementarmagie, andere hatten mehr Interesse an Illusionen und gelegentlich gab es auch sehr seltene Spezialgebiete. Sogar die seltsame Nekromantie war erlaubt. Die Stile in der Magie variierten enorm, jede davon besaß ihre eigene Philosophie, Glauben und Tabus. Es war unvermeidbar, dass diese Theorien eines Tages miteinander kollidierten und einige Magier versuchten, ihre Anschauung anderen aufzuzwingen. Dies war der Beginn eines schrecklichen Krieges. Letztlich war keine Magiemethode stärker als eine andere und die Kämpfe endeten stets in einem Patt. Als die Streitigkeiten sich ausweiteten, begann jede der Parteien, sich einzelnen Zaubern zuzuwenden, um die Gegner zu besiegen zu können. Entschuldigt. Der Zauber, dem Gegner Mana zu entziehen, erwies sich als der wirkungsvollste von allen. Er ließ den Gegner in Unfähigkeit zurück, auch nur den schwächsten Zauberspruch wirken zu können. Die Magier schwebten im Unentschieden. Kämpfe reduzierten sich zu schnellen Konfrontationen zwischen zwei Leuten, die des anderen Mana-Vorrat entzogen. Awesome. Dann war er besiegt, weil er konnte nichts mehr tun. Das ist so geil. Dann haben sie wahrscheinlich mit Fäusten verhauen oder so wie bei Big Bang Theory, so Bitch-Slapping. Sicher ein gutes Bild. Zu dieser Zeit halfen die Schwestern von Idoneum der Königlichen Akademie, indem sie ihr ein mächtiges magisches Artefakt zur Verfügung stellten. Es besteht aus zwei Elementen, die miteinander vereint einem Magier erlauben, all seine magische Energie zu konservieren, falls jemand versuchen sollte, sie ihm zu entziehen. Wow. Geil. Diese beiden Objekte wurden im Gedanken an zwei alte Götter Krahos und Sohag genannt. Das ist der Krahos, den sie suchen. Als dieses Artefakt zum Einsatz kam, versiegte der Konflikt und alle Gegner waren sich einig, dass die Person, die dieses Objekt besaß, die mächtigste von allen war. Der Krahos und der Sohag wurden dem König von Arx übergeben und seit dieser Zeit wurde er den jeweiligen Nachfolgern weitergegeben. Ja, aber wie wir wissen, ist der Krahos anscheinend verschwunden. Aber er hat wohl noch den Sohag. Wisst ihr was? Aus Prinzip. Dankeschön, Gary. Mein Namensgevetter, weil du so heißt wie ich, habe ich dir als... Cloud. Ja, ist schön. Ring des Fluchs. Nehmen wir mit. Smaragd nehmen wir mit. Giftigen Trank nehmen wir mit. Silber unterm Kissen.
Das wollte ich nicht mitnehmen, dankeschön. Kann ich das überhaupt? Ne, ist nur durch die Textur geklippt. Lebenstrank, der ist sehr gut. Kissen, oh ja, der mehrere. Mit seiner Bitch wahrscheinlich. Ja, sorry, sagt man nicht. Ja, ja, ich weiß. Jo. Die haben all diese schönen Himmel... What the hell, Gary? Was tust du denn bitte hier? Ja, wenn ich jetzt hier runterspringe, wird's wehtun. Mhm. Dieser Kerl schneidete letzte Nacht. Ich konnte kaum schlafen. Das ist interessant. Ja, wir haben einfach mal ausgenommen und das stört ihn gar nicht. Finde ich gut. Finde ich super. Wir haben hier so einen schönen Ring bekommen. Und Sinnesschärfe ist super. Ja, komisch. Gary, was machst du denn hier bitte? Ach, hier ist die Textur hingeklippt. Was? Nein! Na gut, dann muss er sterben. Dann stirb! Du Kanaille! Okay, es stört ihn also doch, wenn wir ihn ausnehmen. Ist ja voll öde. Ach, weißt du, ey. Nein, du bleibst hier! Nein! Ich krieg dich! Ah! So, Gary ist tot. Was hat er? Oh, eine Menge Zeug. Die Metallschlüssel wahrscheinlich. Ja, der eine ist der Schlüssel zur Bank. Wirklich? Hey, ihr da. Nein, ich wollte schon sagen. Okay, versuchen wir es nochmal. Scheiße, Leute, ich habe nicht gespeichert. Hm, das müssen wir vielleicht nochmal ganz schnell neu anfangen. Am Anfang des Partes. Das habe ich jetzt nicht... Wieso habe ich denn nochmal gesaved? Was sagt er jetzt? Ja, Leute, es tut mir leid. Ich hätte nicht ausnehmen sollen. Ja, ja. Ja, ja, sagt's ruhig. Oh, fuck. Nee, hier sind ja mehrere Quicksaves. Oh, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bin ich froh, dass ich 4 Quicksaves eingestellt habe. Ja, Leute, dann habe ich euch jetzt ein bisschen was erspart. Es tut mir leid. Ich kann's aber nicht lassen. Guck hier, meins. Was sagst du jetzt, Gary? Kommt! Und besucht meinen Laden, wenn ich aufhabe. Ja. Oder nehmt mich aus, während ich hinschaue. Ich darf nur nicht ins Hinterzimmer, das ist ja voll doof. Was ist hier? Ist ja auch noch was. Wirklich, ist ein Badehaus, wo seine Tussi wäscht. Oh. Wer kann sie verdenken? Die ist schon, hat schon was. Gib her, komm. Brauchst du doch eh nicht, mein Freund. Kommt und besucht meinen Laden, wenn ich aufhabe. Ich dachte, hier wäre ein Secret. Nee, nichts. Jo, alles doof, alles doof, alles doof. Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn wir das lesen, aber wir machen. Also hatte gerade die Bank zu. Das ist ja auch sehr sinnvoll, Gary. So, jetzt speichern wir nochmal und gucken mal, wann er uns dann attackiert. Darf ich hier durch, bitte? Lass mich da durch! Das ist ja voll doof. Ich will wissen, wo er da hinkommt. Oder ist das ein Geheimgang zu ihm rein? Seine Wohnung. Okay. Oder die lassen wir mal auf. Kommen wir hier noch irgendwo rein? Das würde mich jetzt interessieren. Denn es ging ja hier. Hierhin ging es doch. Diese führte diese Treppe. Oh. Es kam mir so vor, als würde die sogar hierhin führen. Zu dieser Falltüre. Interesting. Vielleicht sollten wir uns was merken. Ne, es ging ein bisschen da hoch. Seht ihr? Da ist dieser Gang. Ich würde mal sagen, wir merken uns das einfach mal. Vielleicht wird das ja nochmal nützlich. Ich habe keine Ahnung. Aber kann ja sein, dass das so Schleichwege sind. Nicht, dass ich wüsste, was es bringt oder so. Ich noch nie austesten können. Das ist voll gemein. Ja, das wäre dann ja hier, ne? Wuss, hier kommen wir rein. Hallo. Stehen wir mal ein paar Blumen. Meine. Ja, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Ein Hebel, seht ihr das? Noch ein Tag im Park. Aha. Jetzt haben wir das Fallgitter angehoben, ehrlich. Aber was bringt mir das, wenn ich von hier nicht dorthin komme? Wir werden uns das aber anschauen, Leute. Ich speichere einfach.
Oder ist noch ein Geheimgang? Nee, ist nicht. Okay. Warum geht die Tür hier nicht auf? Haben wir eigentlich den Sinnesschärfe-Ring bekommen? Ja, den wichtigen Ring haben wir sogar bekommen. Aber die Sinnesschärfe bringt uns jetzt nicht wirklich was. Weil es zeigt uns hier nichts an sonst. Na gut. Die Lampe auch nicht. Der Zuber auch nicht. Der Waschzuber. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten läuft. Ich glaube, eine Folge mache ich dann heute sogar noch. Ja, doof. Also, aber das Gitter ist schon mal oben. Ich will wissen, wo dieser Gang hinführt, Leute. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich speichere nochmal schnell. Wirklich, das geht auf Zeit. Willst du mich verarschen? Oder wir kommen da nur noch nicht hin. Gary, ich hoffe, du bist da weg, Pensor. Geh weg. Och, komm schon. Du bist doch eine Ratte. Und besucht meinen Laden, wenn ich aufhabe. Wir versuchen das jetzt nochmal. Ich will, dass das klappt. Der Typ muss sich da einfach mal aus dem Weg bewegen. War da irgendwas? Ich bin so blöd hängen geblieben, da sah ich irgendwas im Augenwinkel. Periphere sehen und so. Was? Wer ist wer? Ja, also ich habe gerade gehört, wo das Gitter wieder hochgeht, aber noch nicht. Ich kann es auch so nicht. Oh Leute, sorry, ich muss gerade noch was trinken. Jetzt geht's hoch. Ich will wissen, wo es da lang geht. Ich habe das noch nie gefunden. Oh, entschuldigt, der Hals. Ich nehme gerade schon wieder so ein bisschen länger auf. Und heute geht es mir ein klein bisschen auf die Stimme. Ich habe zu wenig getrunken dabei. So, jetzt verzieh dich aber mal. Och, weißt du, wieso gehst du denn immer wieder hier hin? Och, du bist doch auch eine dolle Foot, die ich jetzt hacke, ey. Ja, komm her. Ja, komm her. Sehr gut. Ich will ja nur gucken, was da ist. So. Dann bin ich ja sofort wieder weg. Ist mir egal, am Chagar muss er durch. Komm, 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 komm. Ja. Und nun? Aha. Aha. Ach, jetzt ist hier eine Wand. Tagebuch aktualisiert? Ich fand einen versiegelten Schlüssel in Alishas Haus. Wenn ich nur einen Weg fände, einen Zauber darüber zu sprechen, könnte ich eine Nachbildung des Schlüssels anfertigen. Das mache ich später. Aha. Seht ihr das? Ist das geil? Nicht das, nicht jetzt. Was ist das für ein Schlüssel, der hier so versiegelt ist? Und ein Zauber, das heißt, wir brauchen irgendeinen Kopierzauber. Leute, das müssen wir uns merken. Jetzt ist die Tür wieder zu. Kann man die nicht noch von hier aus öffnen? Das würde mich so interessieren. Oh, wir sind gerade durch den Sessel geklippt. Man muss sie doch auch von hier öffnen können, verdammt. Diese blöde Tür. Nicht nur mit diesem Hebel hier. Das ist doch scheiße. Naja, gut. Dann ist das Alishas Haus. So, so. Interessant. Die hat doch noch Dreck am Stecken. Das habe ich im Gefühl. Gerade mit diesem Schlüssel. Wartet mal, ist das der Schlüssel für die Gruft? Nee. Warum sollte das? Hä? Aber vielleicht ist das der Schlüssel zur Bank. Nochmal. Eine Kopie davon. Und wenn wir davon eine Kopie machen. Aber mit welchem Zauber? Oh, Leute. Da muss ich jetzt echt irgendwie... Ja, mal gucken. Na gut. Ist der Part schon wieder rum? Nee, 5 Minuten haben wir noch. Das ist gut. Dann habe ich nicht zu viel Zeit verschwendet. Dann kriegt ihr noch ein bisschen was zu sehen. Ich weiß noch nicht, was wir machen sollen. Doch. Wir gehen jetzt. Ne, machen wir jetzt. Ne? Wir gehen jetzt erstmal so. Super, ne? Habt ihr noch nie gesehen in diesem Spiel. Nein, wir gehen jetzt zum Außenposten und holen... Ja, du vor allem, ey. Ich habe nicht mal einen geschafft. Gehen jetzt zum Außenposten und werden uns dort den Teleporter holen. Und dann werden wir vielleicht auch nächste Folge schon
in die Taverne gehen und versuchen, den Tempel zu machen, um diesen Stein zu erledigen. Ich glaube, den Stein kann man erledigen. Ich bin mir nicht sicher. Es wird auf jeden Fall nicht so schön sein, das zu tun. Hier kam das erste Mal dieses Rattenvieh. Aber wir haben ihn ja erledigt. Der war vielleicht schon die ganze Zeit einfach da. Seit Fahlan Obiplanax erledigt wurde. Denn es war ja er. Also es muss er gewesen sein. So, wir hätten auch mal verkaufen können, aber... Ach Gott, ich mache hier auch Mist. Wir hätten ja auch verkaufen können, Mensch. Moin. Ja, was... Ja, macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Wir können ja sofort wieder hinteleporten, wenn wir erstmal den Teleporter haben. Wenn wir erstmal hier freigeschaltet haben. So, ich habe jetzt keine Lust nochmal hier. Hier ist eine Ratte. Okay, ich habe doch Lust. Denn, Leute, denn... Das ist wichtig. Weil wir brauchen XP. Denn wenn das Maximallevel schon nur 10 ist, dann möchte ich es auch gerne erreichen. Wir sind noch nicht mal Stufe 6. Das muss man sich mal überlegen, was das hier noch für ein RPG ist. 10 Stufen gibt es nur. Nicht so wie bei Skyrim 80 oder sowas. Oder 100 oder whatever. Sondern wirklich 10 Stufen. Nicht mehr. Und damit muss man auskommen. Das finde ich schon richtig krass. Bisschen unfair, weil man sich nicht wirklich wenn man sich nur voll spezialisieren kann und nicht wirklich so ein bisschen was von allem machen kann, was ich gerne hatte. Also was ich gerne mache einfach. Das ist so mein Ding eigentlich. Das Huhn dreht durch. Sollen wir den Freund beschwören? Das können wir ja machen. Das macht doch voll Spaß. Ich mag es, Hühner zu beschwören. Die sind toll. Hallo. Loyal für alle Zeit. Ja, und wenn du dir aus dem Weg gehst, dann bist du auch noch kopflos für alle Zeit. Oh, geh doch mal. Das ist ein bisschen blöd. Bei Skyrim kann man die einfach ansprinten und Ruhe ist. Hier geht das leider nicht. Voll doof. Voll doof. Irgendwie scheint es auch nur einen Bogen zu geben, oder habe ich mich da geirrt? Weil, also nur ein Bogen mit Schaden 6, sonst habe ich noch nichts gefunden. So, oh, Schaden 10. 40 und 60 ist gut, 42 und 60 ist auch gut. Den können wir verbessern. Da seht ihr, hier, Rüstungsklasse 5, lässt Schutz vor Magie 30. Das wäre doch awesome. Ich will den nutzen können. Schnellstmöglich. Oh, die ist jetzt auch noch mehr. Danke. Verticken wir alles noch. Keine Angst, Leute. Aber wir haben ja schon 14.000 und haben nichts zum Kaufen eigentlich. Pardon? Unser Schicksal ist in eurer Hand. Hast dich wiederholt. Ich glaube, du warst das doch, der hier im Sterben lag. Krieg, was? Genau, was wir brauchen. Warum? Ihr werdet diesen Akbar besiegen, nicht wahr? Brauchst du Training oder was? Ja, toll. Erst Krieg, was wir brauchen, und dann soll ich ihn auch noch besiegen, oder wie? Ihr seid mir Luschen. Das ist ja unglaublich. Wir haben ja noch den Sinnesschärfering an, fällt mir auf. Nicht, dass man irgendwas sehen würde, aber... ja, ist mir eingefallen. Ja. Der ist doch völlig blöd. Ah, ist okay, können wir lassen. Wir brauchen gerade gar keinen Rüstungsschutz. Und wo ist denn hier bitte der Teleporter? Ich dachte, hier wären... Nein, das war ein kaputter Teleporter. Ja, hier. Oh, wie gemein. Da liegen noch Rippchen. Es wird nicht funktionieren, ich weiß es. Aber... Oh, der Gary ist so doof. Der Gary ist so doof. Der ist doch offensichtlich kaputt. Ja, ich weiß. Ist mir egal. Na gut, dann gehen wir im nächsten Part in die Taverne. Und werden uns dann mit dem Schnuckelchen befassen. Ratti! Hallo, Ratti. Zermatscht. Ich habe keine Lust, in die Taverne zu gehen. Ist voll doof. Ist hier die Gruft? Keine Ahnung, was hier ist. Dumm. Hallo? Der Außenposten wurde von... Die Taverne zum Schweinekopf, oder was ist das hier? Mal gucken, was A uns Neues erzählt. Vielleicht hat er ja was. Noch Getränk, oh. Was Akbar nix haben. Je mehr ich trinke, desto besser geht's mir. 10 Goldstücke, Alter. Ach, das ist Tissi. Tissi. Ich glaube, der kann mal irgendeinen Schlüssel klauen. Lasst euch doch ab und zu mal wieder blicken. Diese Mysterien. Hühnchen. Ist verloren. Aha, interessant, wenn man den zuhört. Irgendjemand ist in der Krypta gestorben.
Man muss irgendwie in diese Krypta kommen können und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drin war. Ich meine schon, aber ich weiß es nicht mehr. So, mal gucken. Er ist wirklich süß, der Bursche. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Part, bevor es hier zu heiß wird. Lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Arx Fatalis. Und dann gehen wir in den Tempel des Akbar. Bis dann.